Vor allem im Süden steht eine neue Hitzewelle mit 30 bis über 35 Grad an, die auch in der kommenden Woche erhalten bleibt. Zwar kann es vor allem am Samstag zu heftigen Unwettern kommen, die sehr warme Luft bleibt jedoch und setzt sich nach dem Wochenende auch im Norden wieder voll durch. Immer mehr Menschen stellen sich die Frage, wie ungewöhnlich die derzeitige heiße Wetterphase ist. Ein Blick auf die Temperaturanomaliekarte Europas zeigt, dass die Hitze eher auf West- und Mitteleuropa beschränkt ist. Dort fließt mit südwestlicher Strömung immer wieder heiße Luft aus Spanien zu uns. Über Russland findet dagegen seit Wochen das Gegenteil statt. Dort fließt immer wieder Kaltluft vom Nordmeer her ein und sorgt für einen bislang ausgesprochen kühlen Sommer. Wer der Hitze entfliehen will und das nötige Kleingeld hat, könnte also einen Städtetrip ins kühle Moskau buchen. Allen anderen ist ein Besuch des heimischen Badesees anzuraten. Im Wasser sind die kommenden heißen und oft auch schwülen Hochsommertage noch am besten auszuhalten.